Guten Morgen. Es ist jetzt schon unser dritter Tag hier in Kopenhagen und wir sind schon früh morgens zu seiner Markthalle geradelt. Da gibt es nämlich auch das Gröt, das ist so, wo man frühstücken kann. Und ja, wir haben uns jetzt so einen veganen Porridge bestellt. Man kann sich dann selbst so Toppings aussuchen. Schmeckt wirklich total gut, es ist total angenehm warm im Bauch, aber danach wird man so müde, ich weiß nicht, was es an sich hat, aber danach könnte man sich einfach gleich wieder hinlegen. Und das ist eben hier so drumherum, das ist diese Markthalle, wo es halt die verschiedenen Stände gibt. Und ja, da gibt es zum Beispiel auch ziemlich gute Smoothies. Da gibt es auch noch verschiedene Stände, wo es ein paar vegane Sachen gibt. Wobei das natürlich alles total in Plastik eingepackt ist, also nicht gerade sehr Zero Waste. Ja, und dann waren wir noch am Markt, der war dann auch dort und haben uns noch Gemüse gekauft, weil wir kochen immer sehr gerne auch dann selber im Apartment, damit wir nicht jeden Tag essen gehen müssen. Und man lernt dann auch die Stadt ganz anders kennen, wenn man so wie dort wohnt und richtig selber kocht. Ja, und ich kann es euch nur empfehlen, mit dem Fahrrad in Kopenhagen zu fahren. Ich bin selbst nicht so der riesige Fahrradfahrer-Fan, aber dort gibt es einfach total breite Fahrradwege und es ist echt einfach und man lernt die Stadt total gut kennen. Ja, und dann haben wir dann noch eine Bootstour gemacht und da ging es dann unter einige ziemlich knappe Brücken drunter. Und es war aber echt kalt, also wenn ihr mal eine Bootstour macht, bitte zieht euch warm an. Es war so kalt, ich habe es echt dann bereut, nicht wärmere Sachen mitzunehmen. Und ich meine, es war im Juli, also trotzdem so kalt. Und da ist irgend so ein besonderer Turm, auch wenn ich jetzt vergessen habe, wie genau der heißt. Ja, und dann sind wir wieder mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren, wie die meiste Zeit. Und dann ging es zum Souls, unser Lieblingsrestaurant. Wir sind jetzt hier bei unserem liebsten veganen Restaurant in Kopenhagen und das heißt Souls. Und die Besitzer sind total nett, das sind zwei Australier und die haben sich wirklich total gut um uns gekümmert, haben immer gefragt, haben uns Tipps gegeben und waren einfach super sympathisch. Und ich finde auch, dass das Restaurant richtig nett eingerichtet ist, also mir gefällt das richtig gut. Gibt es noch nicht so lang, es gibt es glaube ich erst seit früher, das Restaurant. Und die Essenssachen sind richtig gut, aber es ist auch nicht so überteuert. Also ich finde es voll okay. Also ich kann nur empfehlen, dorthin zu gehen. Es ist wirklich das netteste Restaurant in Kopenhagen, wo wir waren. Wir waren dann sogar dreimal dort, weil es uns so gut gefallen hat. Und sie haben zum Beispiel so Salate. Also wir haben dann einen Salat gegessen. Das war auch richtig gut, weil es interessant schmeckt und auch sehr erfüllend ist, also man ist dann auch satt und dann haben wir uns noch einen Schokokuchen geteilt, der war auch richtig gut. Ja, und das ist dann schon wieder das Ende des Videos. Ich freue mich, wenn ihr abonniert, dann werdet ihr auch beim nächsten Tag dabei und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch und ja, bis zum nächsten Mal, ciao!